Martinez. Weiter geht's, lieber. Damit darf ich mich jetzt schon bei den Fans vom TSV Weilheim, wie die heimischen Rüdinger so tatkräftig unterstützen. Vielen, vielen Dank. Na, irgendwie müssen die das ja geschafft haben, bis daher zu kommen. Ach. Iba, der Pfostenkönig. Wobei, das habe ich jetzt gar nicht genau gesehen. Da habe ich jetzt bloß einmal aufs Prinzip geschrien. Wilhelm Becker gegen Matthias Eligi. Oh! Einmal nochmals Matthias Eligi. Lili, du hast ja doch schon gehabt. Na, wo ist der Ball? Wer? Ja, ja. Wie bitte? Versteh nix. Der ist weg. Juppie, jetzt wird mal wieder Zeit für den Rückhandwurf. Dort. Gespielt. Alle zwar. Das ist seine Spezialität. Das hat schon gepasst, glaube ich. Sehr gut. Haben Sie jetzt beide zwei gemacht? Ja, naja, der hat sich ja so eingehängt. Ich glaube, die waren ja beide damit zufrieden. Ach, das geht doch schon weiter. So, jetzt haben wir 7 Meter. Ja, ja. Na klar. Freilich war das 7 Meter. Passt schon. Stimmt schon.
Na, du bist durch den Kreis gelaufen, das ist schon okay, hätte ich auch gepfiffen. Oh! Der 7 Meter, 15, 18 und da waren wir noch 3 und auf geht's wieder Roding. Ach, schade. Ja! Jawohl! Aha! Tobi! Die Mannschaften wieder vollzählig. Ah. Oh, das ist ein Wahrschaft. Da kann er gar nichts dafür. Ach, bitte. Was war das? Das war jetzt aber ein Teilpunkt. Für 30 geht Matthias Elgeti. Da. Oh, leck mich am Arsch. 30 Punkte, 2 Kreuz für 20, 16, 38, 40 Minuten. Meiner Meinung nach, na, ich weiß es nicht genau, aber... Die 39.
was ist jetzt denn los? Jetzt verrammen sie aber da. Wenn es bloß noch zwei sind, dann machen wir mit Schach weiter. Na, ah, das passt schon. So, bitte schon! Mann, natürlich! Ach, verstehst du nicht, gell? Von mir kriegst du 2 Minuten. Mensch, na! Kreis! Der läuft doch durch den Kreis, Mensch!
Ja. Passt schon. Oh! Ei. Jetzt meine Nerven. Dritte, oder? Da hat doch gar nicht getippt. Passt schon. Oh, 15 Minuten noch, liebe Güte. Und zwei Tore vorne, 20, 22. Schön. Oh, der war klasse. Michael Schön, 21-22, die 46. Spielminute. Yeah.
Mensch, Naiber! Mit einem riesigen Kraftakt hat der Tribi Rudling einen 13-17 Halbzeitrückstand umgewandelt in eine Ein-Tore-Führung. Verstehe ich nicht. Ja, jetzt bin ich gespannt. Mensch, Ivar. Knütteln aber so ganz gewaltig da hinten.
26, 25, 54. Jawohl, Willi! Na klar! Es gibt die 2 Minuten Zeitstrafe. Nummer 7! Ist getroffen, der Spieler mit der 7.
30. Und noch eine Minute, die Rubin auf den Rubin Jetzt haben wir mal ein schönes Abschiedsspiel. Wobei für meinen Geschmack haben sie uns ein wenig benachteiligt. Mit Schritte und so.